Moin Eschedi, ein hitziges Mittsommerwochenende liegt hinter uns. Am Samstag mit weniger erbaulichen Bildern von den leidigen Finkenberg-Demos. Aber auch vom friedlichen Versuch des örtlichen Bündnisses mit dem Bürgerfestball im Bürgerpark ein ziviles Zeichen entgegenzusetzen. Der Zuspruch hielt sich indessen in Grenzen. Der Tag des offenen Hofes bei MPM in Höfer erlebte dann sonntags einen wahren Ansturm. Dutzende engagierte Helferinnen machten daraus ein Mega-Event. Nahezu alles, was moderne Landwirtschaft heute ausmacht, geriet ins Blickfeld einer großen Öffentlichkeit. Hut ab, Familie Matthias. Die Folgen des Ukraine-Krieges werden jetzt auch vor unserer Haustür mehr und mehr sichtbar. Und zwar nicht nur an der Supermarktkasse. Ja, liebe Eschedea, mal wieder die Tafel. Wir haben große Not, denn auch bei der Tafel kommen wesentlich weniger Spenden an durch die Geschäfte wie vorher. Dazu kommt, dass viele, die aus Ukraine geflüchtet sind, bei uns gerne Lebensmittel haben möchten, aber wir das zurzeit nicht leisten können. Wir bitten Sie, spenden Sie doch bitte. Entweder ab Mitte Juli in der Gemeinde steht eine Spendenbox, in der Sie Lebensmittel, haltbare Lebensmittel abgeben können. Sie können das direkt donnerstags ab 11 Uhr hier abgeben. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen. Dann könnten wir circa noch 10 Familien aufnehmen, die schon angefragt haben, die gerne bei der Tafel Lebensmittel abholen möchten. Ja, die Tafel macht auch Urlaub. Und zwar haben wir am 23.06. die letzte Ausgabe und dann ist zweimal geschlossen. Ab dem 14. Juli ist dann wieder ganz herkömmlich Ausgabe wie immer. Ja, deine Kiste. Stichwort Energiewende. Vieles deutet darauf hin, dass die vorhandene Dreier-Hochspannungstrasse östlich von Höfer, Habichhorst und Eschede um eine zusätzliche Leitung erweitert werden soll, um den Stromhunger der Nation auf sichere Füße zu stellen. Netzbetreiber TenneT veranstaltet dazu im Rahmen der Bürgerbeteiligung einen Infomarkt, mal was Neues, was auch immer das ist, am Dienstag kommender Woche, 28. Juni, von 14 bis 19 Uhr auf dem Scharnhorster Saal zur Post, bittet aber um Anmeldung. Gern weisen wir auf eine außergewöhnliche Veranstaltung in unserer Nachbarschaft hin. Mittwoch um 20 Uhr ist Professor Henning Austmann im neuen Dorfgemeinschaftshaus Wieden-Bostel beim ebenfalls neuen Bürgerverein zu Gast. Der Harald Lesch aus Hannover wird dort eindrucksvolle Impulse setzen, wie wir von unten, also ganz lokal, auf die großen Fragen unserer Zeit reagieren. Nicht verpassen. Der Eintritt ist frei. Der bleibt da. Der wird so ein bisschen Husten haben und dann schüttelt er sich. Und dann hat er seine Millionen Jahre und dann geht es ihm wieder gut gehen. Es geht um uns als Spezies Mensch. Und vielleicht müssen wir anfangen, darüber zu reden. Statt immer davon zu reden, was wir den Planeten retten müssen. Wir müssen unsere natürlichen Lebensgrundlagen retten. Und um dieses Ganze nochmal in eine Perspektive zu, in eine letzte Vogelperspektive zu bringen, können Sie hier hinkommen, Herr Heller? Können Sie hier hinkommen, ja. Hier hin, danke. Wissen Sie, wie alt die Erde ist? Also alle. Wie alt unser Planet ist? 4,6 Milliarden Jahre. Wissen Sie, was hier für eine Distanz ist? 4,6, also ziemlich genau, 4,6 Meter. Ich erzähle Ihnen kurz die Geschichte unseres Planeten. Hier ist Gründung. 600 Millionen Jahre nach der Gründung, nach der Entstehung des Planeten, haben wir die ersten ganz, ganz simplen Einzeller auf unserem Planeten. Das hier sind 600 Millionen Jahre. Vor 600 Millionen Jahren haben wir die ersten Tiere auf unserem Planeten. Vor 200 Millionen Jahren haben wir die ersten Säugetiere auf unserem Planeten. Das hier sind 200 Millionen Jahre. Hier sind wir heute 200 Millionen Jahre in Bezug auf die Geschichte unseres Planeten. Wissen Sie, wie alt unsere Spezies fossil belegt ist? Es gibt unterschiedliche Aussagen zu. Ich brauchte irgendeine Zahl, die gut zu diesen 200.000 Jahre fossil belegt.
Wissen Sie, wie viel 200.000 Jahre, von dies hier sind 200 Millionen Jahre, 200.000 Jahre ist nicht so richtig viel. Das ist die Spitze einer Stecknadel. 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte hier vorne in der Stecknadel. All diese Wachstumsentwicklungen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die Entdeckung billiger fossiler Energie vor in etwa 200 Jahren. Das ist also ein Tausendstel einer Stecknadelspitze. Und in dieser Zeit haben wir diese exponentiellen Wachstumsentwicklungen. Ein Tausendstel einer Stecknadelspitze in Bezug auf die.